Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins Kanal 3 Obersteiermark. Man sagt, aller guten Dinge sind drei. Es freut uns also sehr, dass Sie auf Kanal 3 gelandet sind. Wir starten auch in dieser Ausgabe, wie gewohnt, mit unserer Themenübersicht. Knittelfeld präsentiert das Kulturprogramm 2018-2019. Wir besuchten das Water Soccer Turnier der Raiffeisenbank Eichfeld. Feierten mit der Gemeinde St. Margareten bei Knittelfeld das Jubiläumsfest 2018. Besuchten Flo Grubers CD-Präsentation in Obdach. Und plauderten in einem Interview-Spezial mit Boris Bukowski, dem österreichischen Sänger und Musiker. Bereits Oscar Wilde sagte, wer in schönen Dingen einen schönen Sinn entdeckt, der hat Kultur. Viele dieser schönen Dinge wurden jetzt in Knittelfeld präsentiert, denn das neue Kulturprogramm 2018-2019 steht fest. Das neue Knittelfelder Kulturwunsch-Abo ist gedruckt, das Kulturprogramm steht fest. Jetzt wurde die neue Veranstaltungsreihe 2018-2019 präsentiert. Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison freut sich das Kulturreferat über eine gute Auslastung und steigende Zahlen. Wie messen wir, dass unsere Kulturangebote ankommen? Natürlich an den Besucherzahlen. Und die ergeben, wie angesprochen, ein volles Haus. Sind wir sehr, sehr stolz darauf. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil es mir wichtig ist, einen Beitrag zu leisten und Kultur zu den Menschen zu bringen, Plätze damit zu beleben, natürlich auch mit Schwerpunkt unserer künftig schönen neuen Innenstadt, bringen wir Kultur auch zu den Menschen und das wird einer der Schwerpunkte sein. Ist auch gut so. Das ist es. 2018 ist das Jahr der Jubiläen. Das 100-Jahr-Jubiläum Ende Erster Weltkrieg wird Anfang Oktober mit einer Buchpräsentation gefeiert. Ein weiteres Jubilar betrifft das Knittelfelder Kulturhaus selbst. Es gibt eine Festveranstaltung mit einem großen Orchester, nämlich dem einheimischen Orchester Argento und dem Projektchor. Und es werden Werke gebracht von Komponisten, wo die 30 immer eine Rolle spielt, die 30. Symphonie und so weiter. Das Wunsch-Abo-Programm startet ebenfalls im Oktober mit einem Konzert der Beethoven-Philharmonie und dem Schauspiel Onkel Toms Hütte. Weiter geht es mit einer Gesellschaftskomödie, Die Scheidungsfeier, einem Kabarett mit Stefan Haider und endet 2018 mit dem traditionellen Silvesterkonzert. 2019 startet das Programm mit der großen Operettengala, einem Konzert mit Martin Schminke und reicht bis in den Juni, welches mit dem Abschlusskonzert des Kammerorchesters Argento Knittelfeld endet. Für die Kleinen wird Kultur ebenfalls ganz groß geschrieben. Die Kinder brauchen ja auch Kultur, und zwar schon die Kleinsten. Ich denke da beispielsweise, was bei uns schon sehr Fuß gefasst hat, das ist auch zu Weihnachten eine Vorstellung für die Kinder am Heiligabend. Das ist am Vormittag, damit die Kinder nicht zu Hause sind. Das wird sehr gut angenommen. Weiter finden wieder zahlreiche Vorträge, Ausstellungen und Konzerte im Kulturhaus statt. Von der Esoterikmesse bis zur großen Schlagernacht. Es lohnt sich also, einen Blick auf das bevorstehende Kulturprogramm zu werfen. Aktuell steht die Sportwelt im absoluten Fußballfieber. Die WM ist im Gange und um Fußball dreht es sich auch in unserem nächsten Beitrag. Aber nicht das Siegen, sondern der Spaß stand in St. Margareten beim Raiffeisenbank Water Soccer Bewerb im Vordergrund. Zehn Menschen, die alles geben, wo aber das Siegen nicht im Vordergrund steht. Spaß und Gaudi bei Sommersonnenschein in St. Margareten. Die Rede ist vom Water Soccer Turnier der Raiffeisenbank Eichfeld in Kooperation mit der Landjugend Knittelfeld. Die Landjugend und die Raika hat generell immer eine gute Kooperation zusammen. Und heute haben wir das Water Soccer. Das Water Soccer ist heuer erstmalig da bei uns in St. Margareten und wir werden das auf alle Fälle weiterführen, weil es ist so super angekommen. Es sind 17 Teams heute da, in einem Team sind 5 Personen, alle haben viel Spaß
und das Wetter passt auch voll ganz gut. Es traten an 16 Teams aus dem Bezirk, ein Team aus Kärnten, 4 Minuten 5 gegen 5. Ja, es ist voll gut, echt. Wir sind so froh, dass das mit der Landjugend so gut funktioniert und dass wir so eine super Kooperation haben. Es erleichtert uns halt die Arbeit auch sehr, weil sie uns wirklich voll helfen und es ist voll schön, wenn man da so gut zusammenarbeiten kann. Water Soccer. Seid ihr auf die Idee gekommen oder wo kommt das her? Nein, leider sind wir nicht selber auf die Idee gekommen. Das kommt von Graz, also das gibt es steiermarkweit. Wir sind heuer der erste Bewerb für die Runde halt quasi und ja, es ist super. Wir machen das jetzt echt schon ein paar Jahre, das erste Mal mit der Landjugend und ich hoffe, wir machen das weiterhin mit einer, weil es echt voll klasse ist. Minimale Bodenhaftung, maximaler Fun. Der Raiffeisenbank Eichfeld Water Soccer Event in St. Margrethen ging wackelig, jedoch unfallfrei über die Bühne. Wir bleiben in St. Margarethen bei Knittelfeld und kommen zum nächsten Thema, dem 3-Tages-Jubiläumsfest. Die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein, der Pfarrgemeinde und die Landjugend haben zusammen angepackt und ein Fest auf die Beine gestellt, das man so schnell nicht vergessen wird. Das sind nicht meine Maße, das sind die Zahlen, die es in den nächsten 3 Tagen in St. Margarethen zu befeiern gibt. 70 Jahre Landjugend, 90 Jahre Musikverein der Pfarrgemeinde und 70 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Gestartet wird heute mit dem Benefiz Sommernachtslauf. Ich sehe euch beiden schon vorbereiten. Macht ihr beim Windellauf mit oder schon bei den größeren Kindern? Bei den größeren. Wisst ihr, wie viele Meter das ihr laufen werdet? Ja, 1000. Und der Papa hat den Sohn trainiert. Der ist bestens vorbereitet, würde ich sagen. Also wir haben Stunden und Tage trainiert. Ja. Und der Papa läuft auch mit. Wo machst du mit? Er läuft auch mit, er rennt die 10 Kilometer. Am Start störe ich noch. Wie weit läuft es hier? Wie viele Meter? 10 Kilometer. Lauf! Jetzt habt ihr nicht nur Welt. Musikanten, jetzt hat sie auch noch so sportlich. Wie geht es Ihnen das alles aus? Wir haben Weltsportlauch. Musik ist natürlich auch etwas Sportliches, weil man braucht viel Luft zum Blasen. Und für das sind wir natürlich sensationell gut. Und das hast du gesehen, 106 laufen für die Musik. Es sind natürlich nicht nur Musiker, aber es laufen fast alle Musiker mit. Die letzten Läuferinnen und Läufer, die kommen jetzt gerade noch durchs Ziel. Über 800 Sportlerinnen und Sportler, die waren heute hier beim Sommernachtslauf. Benefiz für einen guten Zweck. Da hinten, da gibt es jetzt noch Rambazamba für alle, die mitgemacht haben. Und ich verabschiede mich bei Ihnen, aber nur für kurz. Und schon bin ich wieder da. Anderer Tag, aber das gleiche Fest. 3-Tages-Jubiläumsfest in St. Margrethen startet heute mit dem Festgottesdienst der Jubilare und im Anschluss, da gibt's ein zünftiges Frühschoppen. Thank you.
Leute, da schnappe ich mir jetzt einen Herrn Bürgermeister. Einen wunderschönen guten Morgen nach diesem fantastischen Festgottesdienst. Ich bin noch ganz geblättert von diesem tollen Verein. Musikverein feiert, Feuerwehr feiert, Landjugend feiert heute den dritten Tag. Wie geht's denn Ihnen heute? Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus St. Margarethen. Ich bin ein bisschen übermüdet, aber es ist traumhaft. Das Wetter spielt mit, wir haben Sonnenschein heute und ich glaube, das wird der krönende Abschluss dieses Dreitageswetters. Das geht nur, wenn du die Mitarbeiter hast. Die Vereine, die machen das alle freiwillig. Ich habe über 160 Mitarbeiter, die diesen drei Tagen jetzt gearbeitet haben und ohne diese wäre das nicht möglich. Und ich bin stolz auf die Mitarbeiter und ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Und ich glaube, das Fest hat eingeschlagen und ich glaube, dass wir nicht wieder warten müssen auf das nächste 10-Jährige oder 70-Jährige oder 90-Jährige, ob wir das nicht jedes Jahr machen müssen. Wer sind denn die Wichtigsten überhaupt? Diejenigen, die uns versorgen. Aber Sie glauben, es ist ein Spaß, oder? Wir haben einen kurzen Spaß mit unserem Chef. Der ein bisschen manchmal verzweifelt mit uns. Und mit unserer Chefin, ohne den Gangen überhaupt nichts. Applaus den Damen. Dankeschön. Gestern war ein ganz besonderer Tag für die Feuerwehr, gell? Bezirksfeuerwehrtag. Was war denn da los? Gestern war im Zuge dessen die Branddienstleistungsprüfung. Das ist eine Prüfung, wo die Feuerwehrmänner lernen, mit dem Fahrzeug einen Brand zu bekämpfen. Und das hat eigentlich den ganzen Tag gedauert. Und es waren 13 Feuerwehr dabei mit 20 Durchgängen. Und es sind alle durchgekommen und alle bravourös Leistungen gebracht. Das waren die Jubiläen, die zu befeiern waren hier in Margarethen. Und ich denke, das Feiern, das geht noch weiter. Habe ich recht? Prost! Von einem kommen wir nun zum nächsten Eventscout. Ein Mensch, so heißt das neue erste Album von Flo Gruber. Die CD-Präsentation fand im Veranstaltungszentrum Obdach statt und begeisterte hunderte Gäste. Eingeheizt wurde beim Make-A-Wish-Benefizkonzert auch von Van Zirben und Florian Hage. Ich freue mich, dass ich Sie heute aus Obdach begrüßen darf. Hier steht heute CD-Release am Programm und zwar von Flo Gruber. Er bringt sein erstes Soul-Album heraus und wir sind schon ganz gespannt. Jetzt folgen mal als erstes die Vorbands und dann kommt der Hauptact und das ist Flo Gruber. Schon gefunden und zwar der Flo Gruber präsentiert nicht nur das Album, sondern hat das Ganze auch organisiert und zwar für einen guten Zweck noch dazu. Flo, wie ist das vorher? Ist es stressig oder einfach nur Vorfreude wegen dem Album? Ich habe gerade von euch einen Kameramann gehört, dass ich gar nicht gestresst ausschaue. Es wundert mich. Es ist schon stressig, aber es ist schön, dass man das alles für einen guten Zweck macht und ich freue mich irrsinnig drauf. Und überhaupt Leute sind schon so einen Haufen da. Das taugt mir. Der Saal füllt sich und die Stimmung ist recht gut. Ich habe schon ein bisschen herumgehört, sie freuen sich schon alle. Wie gespannt bist du schon, wie sie dann reagieren auf deine neuen Songs? Sehr gespannt. Also man arbeitet da 2 Jahre drauf hin und dann präsentiert man es und dann ist halt der große Tag irgendwann da und dann ist die Hütte voll und was will man mehr. Die ganze Veranstaltung steht ja auch unter dem Mantel Make a Wish und zwar Österreich. Das ist eine Foundation, die schwerkranken Kindern hilft. Ist das für die Mama, macht sie das noch ein bisschen mehr stolz? Natürlich bin ich sehr stolz drauf. Der Florian hat eigentlich immer gesagt, wenn er seine erste CD präsentiert, dann möchte er das eben in der Form machen. Das ist ihm heute gelungen. Ich wünsche ihm einfach alles Gute. Es ist so viel dahinter, hat so viel dahinter gesteckt und ja, es wird schon gut laufen. Sozusagen den Hausherrn habe ich da bei mir stehen. Heute ist sehr musikalisch in Obdach. Wie gefällt es Ihnen? Ja, es ist voll geil.
Und der Florian Hage, so tritt er als Künstler auf, wird er als nächster seine CD präsentiert, hat er versprochen. Ja, auf das freuen wir uns schon. Also wir haben tolle Musiker in Obdach. Also ich bin gleich so stolz auf alle Zauber. Von der Bühne runter, Backstage, haben wir jetzt den Florian Hage. Heute als Florian Hage, nämlich das ist der Künstlername. Aber sag du mir, wie hat es dir gefallen? Die Stimmung war perfekt. Also das Publikum ist super mitgegangen und wir haben, glaube ich, schön eingeheizt, sodass der Florian Gruber oder der Flo Gruber, wie er heißt, wirklich ein schönes Publikum bekommen wird. Jetzt kommen wir nochmal zu dir, und zwar habe ich gehört auf der Bühne, du bist der Nächste, der in Obdach eine CD präsentieren wird. Wirst du es im Herbst machen? Du hast gesagt, deinen Jahrgang magst du noch nicht verraten, aber ich glaube, wird es 2018 werden? Ich gehe davon aus, dass 2018 werden wir, dass wir stecken mittendrin in der Produktion der CD. Eine sehr spannende Zeit, wir probieren sehr viel, sehr lustig, und es müsste sich für den Herbst ausgehen. Ihr wart so eifrig und voller Stimmung dabei, wie hat es euch gefallen? Sehr gut, ja. Kennen Sie einen Florian Hage, humble? Ja, eigentlich. Den kennen wir sogar sehr gut, das ist die Tochter. Die Tochter! Das heißt, du weißt, im Herbst kommt eine neue CD raus? Ja, das weiß ich. Arbeitet er schon eifrig dran? Ganz, ja. Nach einer kurzen Pause, gut gestärkt, geht es weiter. Jetzt wird ordentlich eingeheizt aus dem Zirmland, Van Zirm, Party und Cover. Das steht am Programm, aber ich schaue es mal vorhin. Jetzt verrat mal mehr zum Titel vom Album, den kann man ja verraten. Ein Mensch, so heißt's. Warum ein Mensch? Genau, es heißt ein Mensch. Ein Mensch, eigentlich ganz genau das, was das Album, so wie das Album heißt, ganz genau das jetzt ausdrücken. Ein Mensch und sonst nichts. Wie wir alle sind, wurscht, was für eine Hautfarbe, wurscht, woher wir sind. Ein Mensch, sonst nichts. Das ist wichtig. Wegen Mensch seid ihr heute da? Und ich habe sie mir schon geschnappt. Ich habe die neue CD vom Flo Gruber, ein Mensch. Es war super Veranstaltung. Wir wünschen dem Flo alles Gute. Und anscheinend, wie wir gehört haben, war es nicht die letzte CD-Präsentation. Also sehen wir uns hoffentlich, wenn der Florian Hage das Wort haltet, im Herbst hier wieder. Was Sie im neuen Spielberger Kulturprogramm Frühjahr 2018 erwartet, das präsentiert Ihnen der Kulturleiter Rudi Weisenbacher. Am Samstag, den 23. Juni, wird es bei uns im Rondeau unser Spielberger Sommerfest geben, ein bescheidenes Sommerfest, kleines Sommerfest. Es werden die Old School Busters bei uns zu Gast sein und der Peter Musenbichler wird ein bisschen einheizen, und ja, wir werden so halten, wie wir es jedes Jahr halten, dass wir da ein bisschen Musik machen, ein bisschen kulinarisch was anbieten, einfach ein gemütliches Ausklingen lassen von der Saison, und wir hoffen, dass das Wetter heuer besser ist, wie es voriges Jahr war, weil da hat es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes uns die ganze Veranstaltung schwerstens verregnet. Ja, das ist dann der Schluss von unserem Frühjahrsprogramm, und im Herbst werden wir uns ja dann wiedersehen. Das legendäre Judenburger Stadtfest findet heuer am 22. und 23. Juni statt. Eröffnet wird am Freitag um 18 Uhr am Hauptplatz, und ab 19 Uhr findet dann ein bunter Melodienreigen im Burghof statt.
Am 23. Juni heißt es dann, die ganze Stadt ist Bühne. Mit verschiedenen Genres, von Rock bis Pop, von Marc Bircher mit Band über Robbie Musenbichler bis Murtal 5 und DJs in den Judenburger Innenstadtlokalen, da ist sicher für jeden was dabei. Für Kulinarik sorgt die Judenburger Gastronomie, wo? Beim Judenburger Stadtfest. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Kabel TV und Internet. Mit den Fiber-Kombi-Paketen 30, 100 oder 200 Mbit Bandbreite. Wow! Die Fiber-Kombi-Pakete 100 und 200 gibt es bis Jahresende um -50%. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Cooles Wochenende gehabt? Stressig, sehr stressig. Ich bin früh aufgestanden, habe was im Internet nachgeschaut, bin ein wenig herumgeschlendert, die Blumen gegossen und dann eine Freundschaftsanfrage akzeptiert. Dann geduscht. Das war's eigentlich. Oh, und Essen bestellt. Und eine neue Playlist habe ich auch noch gemacht. Und du? Ach, weißt du, ganz ähnlich. Der neue Ford EcoSport. Das Leben spielt draußen. Jetzt Probefahren im Autohaus Kinzel in Judenburg. Fußball hatten wir heute schon im Programm, aber mit Fußball geht es jetzt auch weiter. Im nächsten Monat dreht sich ja alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Wir haben nachgefragt, wer wird Fußball-Weltmeister und wer wird es leider nicht, in unserer Frage der Woche. Die Frage der Woche präsentiert Ihnen die Stadtwerke Judenburg AG. 14. Juni bis 15. Juli, da findet das größte Sportereignis des heurigen Jahres statt. In Russland die Fußballweltmeisterschaft. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, oder da stellen wir die Frage, wer wird denn Fußballweltmeister und wer wird's leider nicht? Ich sag, nachdem unsere nicht mitspielen, patriotisch für Deutschland. Ich halte ihnen heute die Daumen, aber uns gegen Österreich verloren haben. Interessiert Sie das? Nein. Also haben Sie ja gar keine Vorstellung, wer Weltmeister wird? Nein, gar nicht. Brasilien, glauben Sie? Ja. Naja, nach dem neuesten Spiel Österreich gegen Brasilien, schätze ich, Brasilien wird Weltmeister. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, ich bin kein Fußballer. Wer wird es nicht, wissen wir dann auch nicht, gell? Österreich wird sicher nicht, so viel kann ich sagen. Klar, dann mal die Spanier und die Engländer, die werden es nicht werden. Sie glauben es zwar, aber ich glaube, Brasilien wird es schaffen. Deutschland ist schlecht, aber ich glaube, da fangen sie nicht bis zur WM. Na, wer wird schon werden, die Deutschen? Ja? Glaube ich. Und tut es uns leid oder freuen wir uns, wenn sie es werden? Puh, ist mir ziemlich egal. Ist mir egal. Ja. Wem würden Sie es denn richtig gönnen einmal? Naja, wir sind leider nicht mehr dabei. Brasilien. Ja? Ja. Für wer wird es denn leider nicht werden? Deutschland. Ist leider oder ist gar nicht so schlecht? Das ist schon überzeugt. Deutschland-Fan, sagen wir es so einmal, aber ich glaube, dass die spielerische Qualität besser ist bei den Brasilianern. Ich glaube eher Argentinien. Argentinien? Argentinien, ja. Wer wird es denn leider nicht, glaubst du? Ich glaube, das wird Deutschland eher nicht. Gibt es irgendein Team, dem du es richtig vergönnen würdest?
Ich glaube Argentinien natürlich, weil es ist meine Lieblingsmannschaft. Ich glaube, dass Argentinien auch gewinnen würde, weil letzten WM waren sie Finale, das haben sie nicht geschafft und die Fußballer sind alles erfahrene Spieler. Wen würden Sie sich wünschen? Spanien, glaube ich. Spanien ist ja. Ja. Und wer hat gute Chancen, aber wird es wieder nicht schaffen? Brasilien wahrscheinlich, ja. Okay. Halten wir allen die Daumen eigentlich, gell? Selbstverständlich, der Beste soll gewinnen. Kokain, Fandango oder der Fritze mit der Spritze. Lieder, die seit 4 Jahrzehnten begleiten. Verantwortlich dafür zeigt sich der gebürtige Gleisdorfer Boris Bukowski. Wir haben sein Konzert in Spielberg besucht und ihn zu einem Interview gewinnen können. Den Bericht zur Veranstaltung finden Sie übrigens diese Woche in unserem Kanal 3 Steiermark Magazin. Bunten Hunden, so heißt die Biografie, und mit den bunten Hunden bist du unterwegs heute in Spielberg. Freut uns sehr. Und die CD, die neue CD oder die neue Platte, die heißt, gibt es ein Leben vor dem Tod? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Ich behaupte ja, und was für eins. Ja. Das heißt, zufrieden mit dem bisherigen Leben, was so passiert ist bei dir? Absolut, ja. Also ich glaube, das größte Privileg, das ich mein Leben lang hatte, besonders mit dieser Berufswahl, ist, dass ich fast immer das tun habe können, was ich am liebsten mache. Mhm. Musik. Ja. Man hört noch den Steirer am Dialekt raus. Das freut mich sehr. Was erwartet denn das Publikum heute? Wir haben eine wunderbare Band mit. Ich hatte, wie das Album fertig geworden ist, ein totales Problem, weil der Schlagzeuger krank geworden ist. Er hat Krämpfe in den Händen bekommen und so. Und wir mussten dann auch 2 Leute ersetzen. Und eine Fügung hat es so ergeben, dass diese Band derartig wunderbar zusammenspielt, wie, glaube ich, noch nie. Das bringe ich mit und zum anderen natürlich neues Album und natürlich so die unzerstörbaren Sachen aus meiner Vergangenheit. Ja. Da ist jetzt Kokain 2017 neu aufgenommen drauf. Robin Musenbichler ist ja unser Lokalheld hier, ja, der kommt ja aus dem Bezirk. Ja, ja. Finde ich, ist ja schon mal Wöltscheiben gewesen, ja, aber ist sie immer noch. Aber warum haben wir es neu aufgenommen? Ich glaube, dass die uns irrsinnig zeitlos gelungen ist. Inzwischen ist sie 40 Jahre alt geworden. Und ich habe mir gedacht, okay, die ist sowieso unzerstörbar, wie es ausschaut. Und trotzdem würde es mich interessieren, wie würde die klingen, wenn man sie jetzt nicht zeitlos, sondern absolut auf heutig macht. Und das wollte ich herausfinden. Und da hat es eh ein paar Anläufe gebraucht. Bei dem ganzen Album habe ich mir irgendwie die Zeit genommen, dass ich gesagt habe, ich mache auf Trial and Error und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann probiere ich es nochmal oder lass es weg. Okay. Das ist natürlich zwar aufwendig, weil man vieles mehrmals machen muss, aber auch bei Kokain ist uns dann, ich glaube, die dritte Version so gut gelungen, dass wir gesagt haben, das muss aufs Album. Okay. Wenn wir von der Zeit sprechen, der 70er ist schon vorbei, sieht man dir nicht an, darf ich sagen vielleicht. In der Zeit oder mit deinem Alter gehen die Leute in Rente, tun jammern, werden alt. Gehst in Rente, tust jammern, wirst alt? Nein, das habe ich mir vorgenommen, das will ich auf keinen Fall machen. Denn wie ich schon bei der Albumveröffentlichung gesagt habe, das Leben ist für mich ein geiles Abenteuer mit tödlichem Ausgang. Vorausgesetzt, man lässt sich in ein Abenteuer ein. Wenn man sich in keins mehr einlässt, weil wir ein bisschen so, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer mehr alle Risiken vermeiden wollen und uns versichern und rückversichern. Und wenn wir das zu arg machen und uns nichts mehr trauen, dann ist das Leben möglicherweise ein Nichts, auch mit tödlichem Ausgang. Auch für nichts, gell? Nächster Stopp
im Leben, auf der Tour? Nächster Stopp auf der Tour ist in nächste Woche, am nächsten Wochenende haben wir zwei Gigs, habe ich zwei Gigs in der Südsteiermark als Gast von Stubenblues in Gamlitz. Stopp im Leben, ich hatte gerade einen, ich habe noch mal geheiratet vor zwei Wochen. Oh. Naja, kein Stopp, das soll ja ein, das muss ja ein, so. Ein Lauf quasi sein. So ist es. Das, danke sehr. Na gut, ich freue mich aufs Konzert. Danke schön, dass du bei uns bist und danke fürs Interview. Danke sehr. Weiter geht es jetzt mit unseren Kurznews der Woche. Wir berichten über die BAföB Jungburg und die Apfelberger Erlebnistage. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Freude und Wehmut hielten sich die Waage bei der Maturantinnenverabschiedung der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Jungburg, kurz BAföB. Auch wenn dieser Tag lange voller Freude ersehnt war, mischte sich auch etwas Wehmut unter die Überreichung der Reife- und Diplomzeugnisse. Stolz können die Absolventinnen auf jeden Fall sein. 28 Kandidatinnen sind angetreten und 23 haben die Reife- und Diplomprüfung auf Anhieb bestanden. Mit dem Apfelberger Erlebnistag für einen Tag zurück ins Leben. Der Verein der Freunde des Apfelberger Adventsingens lud auch heuer wieder alle Kinder der Kinderonkologie in Graz und des LKH Leoben samt Familie und Betreuungsteams zum Erlebnistag am Goldhügel. Zahlreiche Stationen und Aktivitäten warteten auf die Kinder, um ihnen einen wundervollen und abwechslungsreichen Tag zu bescheren. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man die Naturdeichanlage genießen oder einfach eines der Mini-Bonnies streicheln. Für Essen und Trinken war natürlich reichlich gesorgt. Stimmung machte der Chor des BRG Knittelfeld und zur Andacht lud Pfarrer Magister Rudolf Rappel. Es wurde gesungen, gebastelt, gemalt und vor allem gelacht, was das Zeug hält. Die strahlenden Kinderaugen waren der schönste Dank für das große Engagement und die zahlreichen Spenden, welche alljährlich beim Apfelberger Adventsingen geleistet werden. Wir sind auch schon wieder am Ende unseres Kanal 3 Obersteiermark Magazins angelangt. Alles, was Sie vielleicht verpasst haben, finden Sie auch auf unserer Homepage www.kanal3.tv. Die Programmvorschau entnehmen Sie jede Woche aus der Murtaler Zeitung und den obersteirischen Nachrichten. Ich sage Danke im Namen des gesamten Teams. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder Kanal 3 ein. Bis dahin, alles Liebe und machen Sie's gut!